Wieder ein exzellenter Tag zum Trainieren. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo IP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in den letzten Folgen sind wir ja kläglich daran gescheitert, Agria zu besiegen. Und etwas Training muss her und Liliumkugeln bereit. Ja, wundert ihr euch schon? Nein, ich habe nicht schon mal angefangen, offscreen zu trainieren. Nein, aber als ich den Spielstand geladen habe, ja, da sind natürlich auch hier die Level-Ups, die ich während der Aufnahme gemacht habe, wieder verschwunden. Das heißt, ich muss hier nochmal aufnehmen. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist hier dieses Leben hoch per Level Up. Ach so, eine Chance nur. Ja, dieses permanente Level Up Startdingen, was auch immer. Das ist doch ein bisschen attraktiver, finde ich. So, warte noch. Heilungsteil. Kapier hochschalten auf 1,5, wenn du verbunden bist. Ja. Das heißt, ich kann besser heilen. Geil. Ich hätte vielleicht eher hier drauf gucken sollen. So, jetzt machen wir hier weiter. Überschreibungsdingen. Sie bekommt natürlich Psyche. Und zack. Und ja, ich bin jetzt eiskalt mal von dem, was ihr gerade gesehen habt, weggegangen. Ja, ihr werdet schon gesehen haben, Jude ist ein bisschen anders gekleidet. Ja. Was es damit auf sich hat, das werden wir gleich sehen. So, oh Gott, das ist hier. Flinke Umrundung 2. Ja. Nehmen wir erstmal alle anderen Sachen. So. Ich habe übrigens hier an mein Headset, habe ich was drum gebunden, damit hier diese Stoffdinger hängen bleiben, weil die gehen immer ab. Damit man nicht so ein gutes Rauschen hat. Weil in den letzten Aufnahmen ist mir halt doch schon passiert und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm. Immer wenn ich den Buchstaben P sage. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Aber ich werde mich schon zurückhalten. So. Zack. Lasse die Trainingseinheit beginnen. Und zwar mit dem Tales of Team. Ja, das kenne ich sogar noch irgendwie. Ja. In den nächsten Parts wird jetzt nicht so viel passieren außer Training. Und ja, ich habe natürlich hier wieder die Zeit genutzt, ein paar DLCs reinzuhauen, weil ich hab's ja. Bam, ey. Da werde ich mal jeden Charakter hier kurz zeigen. Aber das hier ist immer noch eine Trainingseinheit, also ist mir auch Monster kloppen. Und das ist eine geile Kampfmusik. Okay, mehr Erfahrung und mehr Galt. Gut. Muss ich auch darauf achten. So. Was zum? Das wollte ich gar nicht. Mann, du hast mich voll überrascht. Zack. Aua, aua. Hey, wenn ich auf ihn zustimme, dann greife ich automatisch an. Warum leuchten meine Füße? Dann lasse das bitte. Yes. Und die Kostüme passen echt gut, finde ich. Jude sieht verdammt gut aus. Genau wie Aspel aus Tales of Graces F. Der hat auch dieses DLC-Kostüm. Beide stehen denen richtig gut. So, zack. Uns natürlich die Zeit auch hier die flinke Umrundung verdammt oft einzusetzen. Zack. So, von Jude haben wir genug gezeigt. Perfekt. Jetzt kommt Mila. Aber erstmal aufleveln. Ich glaube, sie hatte noch keine zweite Legion cool, oder? So, hier denke ich mal, wollte ich weitermachen. Kurze Stabilität. Haha. Was haben wir hier? Heilungsanteil. Donnerklinge. Leben hoch. Ich mache erstmal die Dinger hier. Noch mehr FP. Und mehr Bewegung. So, hätte ich beinahe vergessen. Hahaha. Vermeide nach erfolgreichen Rückwärts und Ausweichen über den Bogen. Okay. Meinetwegen. Du hast, glaube ich, alles Jude. Geist hoch. Also nur eine Chance, die TP zu erhöhen. Egal.
kann verdammt oft vorkommen. Du hast, glaube ich, auch hier Leben hoch. Zauberschutz, Windschutz, Erdschutz. Aber warten wir erst mal. So. Er hat übrigens das Leon Magnus Kostüm. Den Namen kenne ich nur, weil er schon in Tales of Grace hervorkam. Und sie hat hier Daus Kostüm. Ja, Leon Magnus ist, glaube ich, aus Tales of Destiny 2 und Daus ist der Hauptbösewicht aus Tales of Fantasia. Nur damit ihr es wisst, ein bisschen kenne ich mich ja aus, wo ich das auf Destiny nie gespielt habe. Keinen von beiden. Aber Tales of Fantasia habe ich gespielt. Upsala. Und zack. Habe ich auch hier schon? Ja. Zack. Also sein Kostüm sage ich schon noch was. Bei den DLC-Kostümen sind so, nicht nur jeder bekommt noch eine andere Frisur, ein neues Kostüm und manchmal ein Accessoire. Nein, es kommt auch noch wieder ein neues Kampfthema. Das ist Hammer. Das ist eine richtig gute Idee. Also immer in jedem Teil auf Spiel. Hey, da können wir sogar noch kriegen. Danke. Überschreitungsverlängerung. So. Was macht das noch mal? Die ganze Überschreitung wird um 2 Sekunden verlängert. Geil. Verdammt, ich habe vergessen, Gericht reinzuballern. Ui, 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 ui. Und zack. Oh mein Gott, die Bremse. Zack. Ich glaube, das sind alles Zitate von da aus. Nehme ich mal an. So, nächster. Elvin. Mit dem Kratos-Kostüm aus Tales of Symphonia. Ist so merkwürdig. Ich kenne fast jeden Tales of Charakter. Also von den bekannten Tales of Spielen. Von den bekannteren, sage ich mal. Aber ein Gericht muss ich einballern. Aber ich kenne gar nichts von den Spielen. Ganz ehrlich. So. Erfahrung und Galt. Ich werde wahrscheinlich 2 Parts oder so herumhängen. Das Lied kenne ich zum Beispiel nicht. Ich dachte, jetzt kommt dieses. Den Kampf habe ich nur online gesehen bis jetzt. Aua, aua. Das normale Kampf hier von Tales of Symphonia kenne ich, glaube ich, auch. Aber mehr auch nicht. Schön. Aber wenn wir schon trainieren, dann auch ein bisschen auf mit Stil, sag ich mal. Zack. Boah. Zack. Pop einmal. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht wieder so arg schlimm. Mann. Guardian Field. Zack, zack, zack. Ja, hab den Angriff schon mal gezeigt. Ach, den haben wir noch gar nicht gesehen, mein Gott. Dreht er sich beleidigt um. Elvin mal Elise. Nein, nicht meine Elise. Oder Elise. Ich sage immer Elise, kann das sein, aber egal. Stärke. Wenn sie was dagegen hätte, hätte sie es bestimmt schon gesagt. So, verdammt, das schaffen wir nicht mehr. So. Elvin, jetzt kommt Elise. Ja, ich spiele Elise, aber dann nehme ich sie lieber ins Team. Weil sonst geht das nicht gut aus. Aber bitte erst. Ah, ne, erste Tales of. Falls es überhaupt mehrere Kampfthemen gab. Ich glaube, es gab nur eins. Ich habe jedenfalls nur so weit gespielt, dass ich nur eins gehört habe. Hört sich aber ein bisschen anders an, glaube ich. Der andere. So.
Was machen wir denn hier? Die Brücke brüllt, macht ein. Wenn weiß nicht. Tipo Fladen. Ja. Okay. Gucken. Schon ein bisschen her, seit ich Elise mal gesteuert habe. Kann ich das irgendwie verbinden? Geil. Nein, kann ich nicht. Jedenfalls noch nicht. Vielleicht geht's ja irgendwann. Zack, 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 zack. Geil. Warte mal, konnte ich das nicht mit Layer verbinden? Warum klappt das nicht? Ey. Ja, wie sie ein, was sie für ein Kostüm hat, weiß ich nicht. Den Namen vergesse ich immer, aber ich die Figur kenne ich, glaube ich. Die hat grüne Haare, oder? Ich kenne fast jeden Tales of Charakter, aber nicht namentlich. Wie, ich war nicht mit dir verbunden. Klar. Zack. So, scheiße. Ich drücke jetzt einfach hier random. Weil ich jetzt, ja. Verdammt, da wollte ich nicht. Sieht zwar schön aus, da, aber. Ja, warte, den Angriff möchte ich vielleicht. Hier. Tipo Gebrüll und Tipo Spray. Damit ich. Mein Gott, die setzen die ganze Zeit Objekte ein. Hör auf damit! Zack! Hochresistent. Das wollte sie also sagen. Ach ja, sie hat übrigens das Kostüm von Mint aus Tales of Phantasia an, habe ich das schon gesagt. So, die anderen beiden müsste ich auch noch schaffen. Dann haben wir die Kostüme schon mal in diesem Part hinter uns. Nein. 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 Boah. Was so? Also, okay. Nein. Boah. So, Leia. Komm her. Wir machen aber nur einen Kampf. Wenn wir das schaffen. Ja, sie ist glaube ich aus Tales of Eternia. Ich glaube, in Amerika gab es irgendwie sowas, dass Eternia Destiny 2 war oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder Eternia 2 oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das so abgelaufen ist. Irgendwie verwirrend ist das schon abgelaufen. Hey, ich bin jetzt grün. Aua, aua, aua. Sag. Also können wir nicht negativer Brecher machen. Ja, nicht negativ Brecher. Keine Ahnung. Dieser eine Erdangriff. Ich habe auch Servoschlag wie Jude. Mann. Ja. Also sehr viel wird hier nicht mehr passieren. Mann. Dann schaffen wir Ron in diesem Part gar nicht mehr. Mann. Ey, der geht gar nicht kaputt. Der hält sich die ganze Zeit. Ja, dann würde ich sagen, mit der Trainingseinheit machen wir im nächsten Part weiter. Ich versuche mir jetzt schon mal ein neues Gericht reinzuballern. Eins hat hoffentlich. Also, ich habe nur mit Galt. Machen wir so. So, dann sehen wir uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Also in der nächsten Trainingseinheit. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.